Hallo, herzlich willkommen bei Dorema Mori. Ich habe heute die liebe Franny bei mir sitzen. Und zwar ist sie heute mein Haarmodell oder Modell. Und ich zeige euch drei schnelle, einfache Frisuren zum Selbermachen. Und ich hoffe, euch gefällt's. Und ich würde sagen, wenn ihr das sehen wollt, dann bleibt doch einfach dran. Als erstes machen wir der Franny einen schönen Dutt. Und zwar nehmen wir dazu dann einfach dieses Donutkissen. Ich nehme erstmal meinen Tangle-Teaser und kämme die Haare nach hinten. Habe hier einen richtig schönen, strengen Zopf nach hinten gemacht. Den ziehen wir nochmal ordentlich stramm. Dann nehmen wir das Donutkissen. Stecken den auch ganz einfach hier einmal drüber. So. Kann jetzt ruhig erstmal ein bisschen unordentlich sein, das spielt keine Rolle. Und dann stülpen wir den jetzt einfach erstmal hier drüber. Klemmen dann einfach jetzt die Haare, die ja hier überstehen, ne, klemmen wir dann jetzt einfach einmal um das Duftkissen. Jetzt kommen wir auch schon zur zweiten Frisur. Die Franny findet ja immer, so wie ich die habe, ne, einfach mit so einem Haarband, einfach nach hinten gesteckt, eingedreht und so weiter. Das findet sie ja immer ganz schön und deswegen zauber ich ihr jetzt auch so eine Frisur. Nehmt ihr wirklich Strähne für Strähne einfach weg, so, die erste Strähne, und legt die einfach hier, habt ihr euer Haarband, um das Haarband rum. So, so habt ihr die erste Partie. Dann nehmt ihr wieder die nächste Strähne und legt die einfach wieder übers Haar. Das ist jetzt das Resultat und das muss, wie gesagt, auch gar nicht so ordentlich aussehen. Jetzt kommen wir auch schon zur dritten und letzten Frisur. Ich nehme mir hier hinten die Partie zurück und tupiere die an. So, ich hoffe, man kann das sehen. Jetzt haben wir ihr den Hinterkopf antupiert. Das muss also auch nicht wirklich richtig hoch und abstehen, sondern nur, dass der Hinterkopf etwas Volumen hat. Nehme ich ihr hier die oberste Haarpartie. Ihr lasst hier vorne einfach auch noch ein paar Haare frei, beziehungsweise unten, die nehmen wir also nicht mit, wirklich nur hier die oberste Haarpartie. So, jetzt haben wir ihr das einmal hochgesteckt. Jetzt bekommt die Franny noch ein paar Löckchen in die Haare, damit das Ganze noch mehr vielleicht für einen Abiball oder generell für eine Feier eben aussieht. Ihr könnt das natürlich auch so lassen.
So, da sind wir zwei Hübschen wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns bald. Mua. Mua. Tschüss. Tschüss.